Hallo, mein Name ist Dr. Dominik Nischwitz. Ich bin Spezialist für biologische Zahnmedizin und Keramikimplantate, aber alle nennen mich Dr. Domme. Im heutigen Video geht es um unsere Begleittherapien in der Chirurgie, das Ozon und das sogenannte APRF, Activated Platelet Rich Fibrin, vom Dr. Chukrun aus Nizza entwickelt. Wieso wir das verwenden und warum das so eine große Rolle spielt in allen operativen Techniken. Ozon ist im Grunde genommen die perfekte Desinfektion, die ideale Desinfektion. Man kann natürlich auch photodynamische Therapien machen oder andere Sachen, aber man sollte immer irgendwie die Areale desinfizieren. Also wenn ich einen wurzelbehandelten Zahn entferne, ist natürlich die Umgebung beherdet, da sind Viecher drin, Pilze, Viren, Bakterien, alles drum und dran. Und Ozon, da ist die Studienlage einfach klar, wenn man die Studie von Tübinger oder so anguckt, eine Review-Studie, die zeigt einfach, dass es egal in welchem Journal, es ist Bakterizid, Virizid, Fungizid, das ist quasi fast eine Sterilisation, die man benutzen kann. Und wir haben da so ein Gerät, das quasi eine elektrische Spannung produziert und an der Glasviole vorn dran, mit der ich dann meine Alveole oder meine Nico desinfiziere mit Ozon, wird quasi vorne O1 gebildet, das ist Singlet Oxygen, der auch schon ziemlich antibakteriell wirksam ist. Und über den lokalen Sauerstoff wird dann O3 gebildet, also Ozon, und alles wird desinfiziert. Jede Stelle wird mindestens für eine Minute desinfiziert mit Ozon, gegebenenfalls auch länger, je nach Größe. Und zusätzlich hat das Gerät eine elektrische Spannung, man wird es ist auch relativ laut machen. Und diese Spannung führt dazu, dass die Blutung aktiviert wird. Und das ist natürlich immens wichtig, weil wir brauchen neues Blut. Blut ist flüssiger Knochen. Jetzt, da sie die ganzen Nährstoffe eingenommen haben, ist das Blut geladen mit Mineralien, Vitaminen, Spurenelementen. Aber das Blut entwickelt sich nachher zum neuen Knochen. Muss ich so vorstellen, wenn ich den Zahn rausmache oder die Osteolyse entferne, dann blutet es ein und dann wird ein Blutklott, also ein Blutkoage gebildet. Und das Blutkoage enthält nachher alle Infos für die Zellbildung. Aber das Blutkoage ist halt, nachdem es aufhört zu bluten, abgeschnitten vom Körper. Das Blutkoage ist quasi selbstständig versorgt und daraus bilden sich quasi die ganzen Gefäße, die Kollagenbildung, die Knochenbällchen. Ja, das muss also direkt aktiviert werden. Wenn ein Zahn gezogen wird und es kommt kein Blut, dann hat man am nächsten Tag Schmerzen, dann heilt da nichts, dann ist es eine trockene Alveole. Das ist so typisch bei Weisheitszahnentfernung oder bei Zahnentfernung allgemein, dass das entsteht. Also das Protokoll, Bone Healing Protokoll, Ozon, Desinfektion, Membran ist auch das absolute anti-trockene Alveole Protokoll. Ja, ideal für die Heilung. Wenn es dann also super blutet, das alles desinfiziert ist über das Ozon, dann kommt die Membran, die APRF-Membran in die Wunde rein. Die Membran hat im Endeffekt eine Matrixfunktion, also die stabilisiert dann die ganzen Gefäße, Knochenstrukturen, die dann da sich entwickeln. Deswegen wird auch die komplette Osteolyse damit aufgefüllt. Das Implantat dippe ich immer ins Exudat, also quasi die flüssige Version vom APRF, um auch die ganzen Wachstumsfaktoren reinzukriegen und fülle jeweils Defekte auf, um Knochengewebe anzuregen, Bindegewebsheilung anzuregen. Die Membran ist APRF-Membran, ist vom Chukrun, Professor Chukrun, Josef Chukrun aus Nizza entwickelt. Und zwar wird vor der OP Blut abgenommen, das Blut wird dann zentrifugiert und dann haben wir nachher Plasma. Also das Rote ist weg, wir haben nur noch die weiße Fraktion. Da sind Thrombozyten drin, da sind Wachstumsfaktoren drin, da sind auch unter anderem Stammzellen drin, 1,2%, um genau zu sein. Und die führen natürlich zu einer lokalen, ja, Neubildung von Gewebe und auch einfach, wie gesagt, als Matrixfunktion. Man kann sie nutzen als Membran, Barriere gegen Gewebewachstum, weil Knochen ist immer ganz langsam im Wachsen, Gewebe ist immer ganz schnell und wir wollen natürlich zum Beispiel bei einem Implantat Knochenwachstum drumherum haben und kein Gewebe, deswegen die Membran als Schutzfunktion. Zusätzlich natürlich ist dadurch eigentlich die Membran aus einer Packung, also aus Rind oder Schwein oder was auch immer für irgendwelchen Konstitutionen obsolet geworden, benutzen wir eigentlich gar nicht mehr. Nur noch diese Eigenmembran, APRF. Einfach wegen diesen tollen Funktionen, auch für Knochenaufbau etc. möglich, um die Alveole zu stützen, um die Nico, die Osteolyse nachher zu stützen, einfach um ideale Regeneration zu sehen. Könnt ihr auch auf allen meinen Videos auf YouTube anschauen, da benutze ich das quasi immer. Sollte vanillig aussehen. Und was wir jetzt immer machen oder was wir. Ist quasi Thema für ein anderes Video, aber wir benutzen sehr, sehr viel Infusionen. Quasi als Single Shot nochmal direkt vor der OP wird der Körper geflutet mit nochmal richtig viel Vitamin C, Magnesium, basisch, alles, was man halt so braucht, um
ein tolles Milieu als Infektionsprophylaxe zu schaffen, aber auch gleichzeitig das Blut aufzuladen. Und wenn wir dann in der Folge, sagen wir mal, Viertelstunde, 30 Minuten in die OP rein Blut abnehmen, ist auch das Blut natürlich damit schon aufgeladen. Es wird also zentrifugiert mit den Nährstoffen und die Membran enthält es dann nachher schon. Das heißt, die Membran ist dann geladen. Ihr müsst euch ja wieder vorstellen, die Stelle, nachdem es aufhört zu bluten, ist autark, also für sich selbst zuständig. Da muss erstmal was aufgebaut werden, hängt noch nicht am System dran. Die Gefäße bilden sich erst. Deswegen ist es so wichtig. Und die Membran wird neuerdings auch immer, habe ich auch vom Dr. Chukrun gelernt, immer in Antibiotikum paniert und dann lokal eingegeben, sodass man auch einen lokalen Kontaminationsschutz hat, um noch weniger Schmerzen zu kriegen, weniger Reinfektionen der Alveolen zu kriegen. Also immer das Ziel, maximale Gesundheit, optimale Regeneration, Immunboost für den Körper. Deswegen ist es eigentlich obligatorisch, Ozon zu verwenden, weil es natürlich in der Studienlage klar ist, Desinfektion, Pilze, Viren, Bakterien, Pilze werden alle abgetötet, fast sogar Sterilisation, zusätzlich Anregung vom Blutfluss und dann die ganzen Membranen, Wachstumsfaktoren, Matrixfunktion, also einfach nur auch Stabilität vom Koagel, Auffüllen der Knochendefekte, Knochenaufbauten, was man damit alles machen kann, Kieferhöhlen anheben, ist das Ganze sensationell. Quasi Membran aus dem eigenen Blut und nicht aus der Packung. Also maximal mehr Biologie geht eigentlich nicht. Fürs nächste Video dann das Thema Infusion, weil das ja sicherlich auch noch ein bisschen interessant ist. Für heute over and out, Dr. Domme.